Hallo zusammen, ich bin Dennis. Ich bin im zweiten Lehrjahr als Lebensmitteltechnologe und ich zeige euch heute meinen Arbeitsalltag. Die Hauptaufgabe eines Lebensmitteltechnologen ist die Sicherstellung eines Produkts. Als Beispiel nenne ich euch die Herstellung eines Bauernschinken. Hier prüfe ich das Rohmaterial optisch. Das wird nachher gewogen. Das gewogene Rohmaterial wird beim Injektor zugeführt. Der Vorgang wird gebraucht, für Haltbarkeit und Geschmack zu geben. Nach dem Injizieren wird das Spritzprotokoll ausgeführt. Hier werden Etiketten kontrolliert. Das Produkt wird gewogen und alles wird schriftlich festgehalten. Zur Sicherstellung von Hygiene wird eine Probe vom gereinigten Objekt genommen, die in den Brutkasten kommt. Seitdem ich hier die Lehre angefangen habe, gehe ich mit Lebensmitteln bewusster um. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn auch du als Lebensmitteltechnologe die Lehre anfangen willst, dann bewirb dich bei uns.